Ich heiße Bunny Zucchino. Ich bin 14 Jahre alt und ich habe friedlich und glücklich gelebt, bis das passiert ist. Mann, was ist das für ein unheimliches Monster? Ein Albtraum. Ich muss träumen. Was? Eine Verwandlung? In Sailor Moon? Ich glaube, ich spinne. Was geht da bloß vor? Schultasche vergessen! Ah, du alte Heulsuse! Wie war das? Schon gut, ganz cool bleiben. Ich habe ja gar keine Zeit, mich zu ärgern. Ich muss in die Schule! Bunny und die anderen vier haben seit 2 Monaten vergessen, dass sie einmal Seelerkrieger gewesen sind. Jetzt sind sie nur noch ganz gewöhnliche Mädchen, wie die anderen auch. Ja, genau. Schau mal, Luna. Hä? Ach, warum sind wir keine Spatzen? Ach, sag mal, hast du den Verstand verloren? Vor die Tür, aber plötzlich! Mit einem Wassereimer auf dem Kopf muss Bunny mal wieder vor die Klassentür. Da kommt Amy auf den Schulflur. Das überlasse ich dir, Amy. Ja. Bist du schon wieder bestraft worden? Ah, das Genie von Klasse E, hallo. Diese grausame, herzlose Mrs. Sakurada könnte sich wirklich mal ein Beispiel an dir nehmen. Darf ich erfahren, von wem du sprichst, Bunny? Du bist Ami Mitsuno, habe ich recht? Ja, das bin ich. Dann halt dich in Zukunft von Bunny fern, das ist kein Umgang für dich. Hä? Wie können Sie als Lehrerin nur so etwas sagen? Oh. Da fällt der Wassereimer auf den Kopf der Lehrerin. Ich will eine Laune haben, meine Güte. Oh, nein. Oh Gott, was ist das? Entschuldigung. Bunny! So ein Pech. Oh. Bunny und Luna schlafen tief und fest und träumen. Ich bin voll. Einen anderen Kuchen, bitte. Durchs Fenster scheint plötzlich ein grelles Licht. Luna und Bunny wachen auf. Was? Ist schon wieder Morgen? Ein Meteorit fällt vom Himmel und schlägt in Bunnys Nachbarschaft ein. Der Meteorit hat in das Nachbargrundstück einen großen Krater gerissen. Auf einmal beginnt er grün zu leuchten. Dann erhebt er sich und fliegt auf ein Gebäude zu. Es ist kein Meteorit, denn ein Meteorit würde nicht wieder von allein losfliegen. Aber was ist es dann? Draußen vor dem Krater haben sich inzwischen viele, viele Leute versammelt. Was war das? Unglaublich. Was um alles in der Welt ist da passiert? Ich habe das Gefühl, es wird erst noch etwas passieren, etwas Schlimmes. Bunny? Oh, hallo Amy. Hallo auch. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ein Genie wie du so neugierig ist. Hey, pass gefälligst auf. Tut mir leid, aber ich bin selbst angerempelt worden. Du bist doch die Neue, die so stark ist wie Herkules. Was geht dich meine Stärke an, hä? Gar nichts. Sowas. Wenn ich sie sehe, bekomme ich irgendwie Heimweh. Merkwürdig. Ich glaube, ich spinne. Süßigkeiten 80% billiger. Da muss ich sofort hin und welche kaufen. Weißt du denn nicht, dass Süßigkeiten dick machen? Diese blöde Stimme kenne ich doch. Hallo, wie geht's dir, Mondgesicht? Was willst du denn schon wieder? Du gehst mir langsam aber sicher auf den Geist, Mamoru. Ich dachte bloß, dass es furchtbar aussieht, wenn dein Mondgesicht auch noch so rund ist wie ein Vollmond. Das geht dich gar nichts an. Nein, natürlich nicht, aber es stimmt. Du wagst es? Auf diesem Planeten gibt es jede Menge Energie. Ja, er war die lange Reise wert. Woran denkst du, Anne? Woran schon? Ich denke natürlich an dich. Und du, ey? Das Gleiche. Ich denke nur an dich. Ich denke daran, wie schön du bist und finde einfach keine Worte dafür. Man sagt, der griechische Held Perseus verliebte sich einst in die wunderschöne Andromeda und kämpfte gegen ein riesiges Seeungeheuer, um sie zu retten. Ich möchte gern genauso sein wie er. Und Ale spielt auf seiner Flöte eine wunderschöne Melodie.
Jungen und Mädchen, hier bei mir stehen zwei neue Mitschüler von euch. Sie heißen Sayuro Ginga und Natsumi Ginga. Und sie sind Bruder und Schwester. Ihr versprecht, gute Freunde zu werden, ja? Ja. Ist der göttlich? Sein Name klingt wie Musik. Ein ganz gewöhnlicher Typ, aber Einbildung ist ja auch eine Bildung. Du hast sie wohl nicht alle. Der sieht umwerfend aus. Du hast recht. Mir ist schon ganz schwindlig. Ah, ich verstehe. Dann habt ihr also bis jetzt im Ausland gelebt, richtig? Oui, oui. Hast du das verstanden, Naru? Sie redet Französisch. Das ist toll. Kannst du noch mehr sagen? Mais oui, c'est la vie, c'est bon. Hört sich toll an. Was ist denn das? Zauberhaft, himmlische Musik. Eil, du solltest dir deine schlechten Manieren abgewöhnen. Gebannt lauschen die Schüler dem Flötenspiel. Ich spiel für Naru, damit du's weißt. Das steht nicht durch. Hör mit dem Gejaule auf. Unfassbar. Heute habe ich meine Andromeda gefunden, die ich so lange gesucht habe. Oh, der meint mich? Hör nicht auf den Schleimer! Halt die Schnauze! Würdest du mir die große Ehre erweisen, mein Herz ganz allein für dich spielen zu lassen? Doch, er sieht Bunny an. Eine Eigenkomposition, Ginga Fantasy Nummer 5. Das Wunder der schönen Andromeda. Meint der mich? Gail. Anne? Stimmt was nicht? Sayuro! Hä? Kannst du mir sagen, was du da machst? Gar nichts. Nach dem Unterricht verlassen Anne und Ail gemeinsam das Schulgelände. Ich hoffe, dass sowas nicht wieder vorkommt. Du solltest lernen, dich besser zu benehmen. Du solltest dich lieber besser benehmen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber hier auf der Erde sind wir Bruder und Schwester. Das solltest du nicht vergessen. Klar, aber dann solltest du dich auch nicht so sehr für andere Mädchen interessieren. Da kommt ihnen Mamoru entgegen. Anne ist fasziniert von ihm. Oh Gott, da wandelt mein Traumtyp. Glaub mir, es wird in meinem ganzen Leben niemals ein anderes Mädchen geben. Du bist die Einzige, die ich liebe. Ail ist stehen geblieben, doch Anne geht Mamoru nach. Mamoru fallen seine Bücher auf die Straße. Anne will zu ihm hin, um die Bücher aufzuheben. Aber ihr wird plötzlich schwarz vor Augen. Langsam geht sie in die Knie und hockt sich auf die Straße. Mamoru hat von alledem nichts mitbekommen. Energie. Ich brauche Energie. Anne. Sayuro hat sich auf den ersten Blick in dich verliebt. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Er hat jedenfalls einen sehr guten Geschmack. Findest du nicht auch, Naru? Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Ui, ich glaube, jetzt ist sie völlig hinüber. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Was meinst du? Ail und Anne befinden sich wieder im Raum der dunklen Macht. Entspannt spielt Ail wieder auf seiner Flöte. Komisch. Ich fühle mich glücklich und doch gleichzeitig unglücklich. Der Baum, auf den die beiden leben, verliert Energie. Ail und Anne brauchen aber viel Energie, damit sie auf ihrem Baum überleben können. Was haben die beiden vor? Woher wollen sie die Energie nehmen, die sie so dringend brauchen? Anne hat sich etwas ausgeruht und geschlafen. Sie wacht auf und nimmt neben Ail Platz.
Anne. Oh nein! Immer mehr Energie geht verloren. Ale und Anne müssen handeln. Es sieht aus, als ob wir immer mehr lebenswichtige Energie verlieren. Keine Angst. Es gibt jede Menge Lebensenergie für uns auf diesem Planeten. Schau! Und sie zeigt Ale, wie viel Leben es auf der Erde gibt. Menschen und Tiere. Die Lebensenergie von dieser Art ist besonders gut. Damit meint sie die Menschen. Nach der langen Zeit der Wanderung haben wir ein Zuhause gefunden. Ein Paradies. Anne, zieh einen passenden Kardian, der uns die notwendige Energie besorgt. Du hast die glücklichste Hand im ganzen Universum. Die Schönheit einer Blume ist nur von kurzer Dauer, aber ihre Energie ist groß. Aber die Energie von Blumen ist längst nicht groß genug. Wir brauchen wesentlich mehr. Wir brauchen menschliche Energie, besonders die von jungen Mädchen, die verliebt sind, würde uns gut tun. Warum keine Jungs? Warum gerade Mädchen? Ale. Ist ja schon gut, Anne. Wir machen's, wie du gesagt hast. Das wird ein Festmahl werden. Ich rufe dich. Kardian Wampel, erscheine. Und ein großes Monster erscheint und begibt sich auf die Erde. Das Monster hat sich ein Mädchen gegriffen. Was ist passiert? Mir wurde die Energie ausgesaugt. Sieht aus, als würde meine böse Vorahnung wahr werden. Und nun? Wir müssen die Sailor-Krieger aktivieren. Nein, das können wir nicht machen. Jetzt, wo sie endlich ihr eigenes Leben führen. Also gut, dann müssen wir eben selbst was unternehmen. Und wieder schlägt das Monster zu. Was ist das? Was denn? Papi! Naru steht am offenen Fenster. Das Monster fliegt auf Naru zu und saugt ihre Energie aus. Hey Naru, was ist passiert? Sag doch was! Doch Naru kann nichts mehr sagen. Luna und Artemis springen durchs Fenster ins Zimmer. Oh. Was ist das? Ein Vampir? Hört sich etwas anders an. Ich frag mich, warum er nur die Energie von Mädchen aussaugt. Frag dich später, wir müssen etwas tun. Aufhören! Artemis greift an, doch das Monster streckt ihn mit einem Schlag nieder. Artemis! Na warte, Bürschchen! Was soll das? Das schaffen wir nicht allein, wir brauchen Sailor Moon. Aber das können wir Bunny nicht antun. Naru! Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber es muss was Schlimmes sein. Bunny? Naru? Ein Monster! Ein Albtraum? Nein, das ist schlimmer als ein Albtraum. Lauf weg! Hm? Lauf, Bunny, lauf, so schnell du kannst! Oh, warum kann Luna auf einmal sprechen? Ein Traum? Ja, genau, das ist ein Traum. Das ist alles gar nicht Wirklichkeit. Das heißt, ich kann dieses Monster besiegen. Ah. Hey, du! Pass auf, du Monster! Hör sofort auf damit oder ich werde dich bestrafen! Bestrafen? Kommt mir vor, als hätte ich das schon mal gesagt. Bunny! Das Monster greift sich Bunny und saugt auch ihre Energie aus. Bunny kann sich nicht wehren. Ich fühle mich auf einmal so kraftlos. Merkwürdig, es ist ganz anders, als Träume sonst sind. Aber warum? Artemis springt dem Monster ins Gesicht und kratzt ihn. Das Monster lässt Bunny los. Fang mich doch, wenn du kannst. Artemis! Was ist passiert? Das ist doch ein Traum, oder? Was soll ich nur machen? Ich kann Artemis und die Menschen in dieser Stadt doch nicht dieser Gefahr aussetzen. Es tut mir sehr leid, Bunny. Es gibt keinen anderen Weg. Aber du musst dich wieder in Sailor Moon verwandeln. Lunas Halbmond auf der Stirn beginnt zu strahlen. Diese Strahlen treffen Bunny und dringen tief in sie ein. Langsam kommen die Erinnerungen an Sailor Moon zurück.
All ihre Abenteuer laufen wie ein Film noch einmal vor ihren Augen ab. Der Kampf gegen das dunkle Königreich und die böse Königin Perilia. Wer bin ich? Nein, ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nur noch ein gewöhnliches Mädchen sein. Ein ganz gewöhnliches Mädchen. Bitte! Bunny? Hey, Bunny! Luna, jetzt können wir ja wieder ein wenig miteinander plaudern. Bunny, das heißt, du kannst dich wieder erinnern? Die Menschen in der Stadt sind in Gefahr. Du musst dich wieder in Sailor Moon verwandeln. Mach der Mondnebel! Mach auf! Und Bunny verwandelt sich wieder in Sailor Moon. Das Monster hat Artemis eingeholt und versucht jetzt auch ihm die Energie auszusaugen. Artemis kann nicht mehr fliehen. Er wird schwächer und schwächer. Doch da taucht Sailor Moon auf. Sofort loslassen, hast du gehört, du Monster? Ich war froh, wieder ein ganz normales Mädchen zu sein. Aber deinetwegen musste ich mich wieder verwandeln. Das werde ich dir heimzahlen, Monster. Zappi! Vampil greift Bunny an. Sie versucht zu entkommen. Doch das Monster kann sie mit einem seiner Greifarme erwischen. Sailor Moon! Ich verliere meine Kraft. Vampil saugt Bunnys Energie ab. Bunny kann sich von seinen Greifarmen nicht lösen. Luna rennt so schnell sie kann auf das Monster los. Sie springt hoch und landet auf einem Arm des Monsters. Voller Inbrunst beißt sie zu. Jetzt hast du ausgespielt. Bunny löst ihren Mondstein und lässt ihn um sich kreisen. Der Mondstein trifft das Monster. Und Vampil verschwindet im Nichts. Was ist mit dir, Artemis? Alles in Ordnung? Ja. Hey, gut, dass ich das habe. Hey, Sailor Moon. Was ist? Ich hätte nie gedacht, dass es auf diesem Planeten so jemanden wie dich gibt. Wer bist du? Ich bin ein Wanderer und Edelmann. Ich bin Ale. Und ich bin Anne. Dann habt ihr beide also das Monster geschickt. Gebt es zu! Wir wollten euch auf diese Art nur Hallo sagen. Das war gar nichts. Schau nur, Sailor Moon. Sie sind weg. Sailor Moon? Ich bin nur ein ganz normales Mädchen. Macht's gut! Es ist wirklich nicht fair, dass nur ich wieder ein Sailor-Krieger bin und die anderen vier nicht. Aber egal. Ich wundere mich über diese beiden, Ale und Anne. Sie haben dieses schreckliche Monster erschaffen. Ich bin Sailor Moon! Und im Namen des Mondes werde ich sie bestrafen! Auf der Straße sieht Bunny Mamoru. Sie stürmt auf ihn zu und nimmt ihn an den Arm. Mamoru, mein Liebster! Hast du mich jetzt erschreckt? Tu doch nicht so, als ob du überrascht wärst, Mamoru. Oh, hey, sag mal, woher kennst du denn eigentlich meinen Namen, Mondgesicht? Oh, Liebster,
Nenn mich doch bitte nicht mehr Mondgesicht. Mein Name ist Bunny Zucchino, das weißt du doch. Ach ja? So ist also dein richtiger Name? Wieso, Mamoru? Willst du etwa sagen, du hast meinen Namen vergessen? Verstehe. Ich kann mich wieder erinnern, aber er nicht. Dann hat er ja auch unsere leidenschaftliche Liebe vergessen. Hey, warum klammerst du dich so fest? Ist dir nicht gut oder was? Oh, da ist ja der Traumtyp vom letzten Mal wieder. Hey, Bunny, halt ihn für mich fest. Natsumi! Um Gottes Willen, nicht noch eine Verrückte. Lass mich los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Du arbeitest neben der Schule? Sagst du mir, wo du arbeitest? Das geht dich nichts an. Oh, oh nein, warte! Das ist deine Schuld. Warum nein, hast du ihn warte! Lassen? Ich will nicht mein Leben, ha? Lass mich los, sonst ist Mamoru weg. Ach, wie schön. Jetzt weiß ich wenigstens, wie er heißt. Mamoru? Ich bin Natsumi Ginga. Was fällt dir ein? Du bist wohl verrückt geworden. Mamoru ist mein... Mamoru ist nicht dein Freund, habe ich recht? Nein, nicht direkt, aber... Dann haben wir beide das gleiche Recht und ich werde siegen. Mamoru, ich, Natsumi Ginga, werde den Pfeil der leidenschaftlichen Liebe durch dein Herz schießen. Er hat sie doch nicht alle. Feind oder nicht, ist nicht die Frage. Der entscheidende Punkt ist, dass uns große Gefahr droht. Aber das bedeutet nicht, dass wir Minako und die anderen einfach wieder zu Kriegern machen können, jetzt, wo sie so ruhig und friedlich leben. Ich weiß. Aber denk an das Problem, das wir zu lösen haben. Ich glaube nicht, dass Bunny das ganz alleine schafft. Ich bin so unglücklich. Wenn nur Mamoru sein Gedächtnis wiederfinden würde. Er macht sich überhaupt nichts mehr aus mir. Hey, Bunny, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Heulen. Artemis, wir müssen unbedingt die anderen wieder erwecken. Was? Heißt das etwa, du kannst Mamoru sein Gedächtnis zurückgeben? Oh, den habe ich nicht gemeint. Ich meinte Amy, Ray und die anderen, sie sollen ihr Gedächtnis wiederbekommen, um mit dir kämpfen zu können. Wovon redest du da, Luna? Um die Erde zu beschützen? Ha, das schaffe ich auch sehr gut allein. Deswegen brauchen wir die anderen doch nicht mit reinzuziehen. Ich glaube, Bunny hat im Kampf gegen die böse Macht bewiesen, dass sie das kann. Aber bist du dir auch wirklich deiner Pflicht bewusst? Na klar, die paar Schurken sind gar nichts für mich. Die schaffe ich spielend mit der linken Hand. Bunny wirft einen Ball gegen die Wand. Er prallt ab und trifft Bunny am Kopf. Fällt mir irgendwie schwer, das zu glauben. Mir auch. Oh je. Kehren wir wieder zurück zum Raum der dunklen Macht, wo El und Anne auf einer Baumwurzel leben. Baum der dunklen Macht, Wurzel unseres Lebens. Unser Vorrat an Energie geht langsam zu Ende. Wir brauchen Nachschub. Oh, mein Liebster, ich habe meine Energie für nichts verschwendet. Ail, gibst du mir wieder welche? Anne, das geht leider nicht. Wir haben nur noch sehr wenig übrig. Was, bist du dir da auch ganz sicher? Ja, wir müssen uns die Lebensenergie von den Menschen auf diesem Planeten holen. Am besten gleich so viel wie möglich. Hier, Anne. Wähl einen passenden Kardian aus, der uns die Energie besorgt, die wir brauchen. Gut. Anne zieht eine Karte und wirft sie in die Luft. Kardian Minon, erscheine! Die Karte füllt sich mit Energie und ein neues Monster erwacht zum Leben. Wieder auf der Erde in einem Filmstudio. Nun zeige ich Ihnen die Kandidatinnen für die Rolle von Mikan Shiratoris Schwester. Die wäre nicht so gut. Wie wäre es mit dir? Sieht gut aus. Ein ganz gewöhnliches Mädchen. Bestens geeignet für unseren neuen Film. Es war gar nicht einfach, die alle zu finden. Warum organisieren wir nicht ein Vorsprechen, um eine auszuwählen? Kümmern Sie sich darum. Jawohl. Was hältst du von diesen Mädchen? Nicht schlecht. Die haben jede Menge Energie. Hey, wer sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Ah. Der Zutritt zu diesem Raum ist nur den Angestellten erlaubt. Oh, das haben wir nicht gewusst. Entschuldigen Sie vielmals.
Die Filmleute werden von Anne in das Reich der Träume geschickt. Wir könnten uns jetzt ihre ganze Energie einverleiben. Aber ich glaube, wir sollten besser darauf verzichten. Schließlich gibt es bei den Mädchen noch wertvollere Energie, die auf uns wartet. Richtig, und dafür können wir sie noch gut gebrauchen. Das erleichtert uns vieles. Was? Dann kommst du ja im Fernsehen, Naru. Schrei doch nicht so. Das ist noch lange nicht sicher. Ich bin bloß zu einem Vorsprechen eingeladen worden und da kommen bestimmt noch viele andere Mädchen. Wirklich? Vielleicht gehe ich gar nicht hin. Warum? Du weißt doch, dass ich andauernd in irgendein Fettnäpfchen trete, Bunny. Ich habe Angst, dass mir da wieder irgendwas passiert. Mach dir keine Sorgen, da passiert nichts. Das Leben ist viel langweiliger, als du dir vorstellen kannst, Naru. Findest du? Wenn du möchtest, dann bin ich gern bereit, dich zu begleiten. Oh, das ist toll von dir. Du bist wirklich meine beste Freundin. Dann bin ich auch bei dem Vorsprechen dabei. Und das heißt, ich werde gewinnen und ein großer und berühmter Filmstar werden. Vor dem Studio treffen sich Makoto und Amy. Oh, hallo Makoto. Was machst du hier, Amy? Die Gerüchte stimmen also. Das Genie aus der Klasse E nimmt auch am Vorsprechen teil. Dieser Mann vom Fernsehen wollte keine Ruhe geben, bis ich versprochen habe zu kommen. Aber ich glaube, ich werde auf die Teilnahme verzichten. Was? Du willst dir so eine Chance entgehen lassen? Hallo, ihr beiden. Entschuldigt, aber wollt ihr auch zu diesem Vorsprechen? Ja, na klar. Dann schlage ich vor, dass wir zusammen reingehen. Ein Fernsehstudio soll der reinste Irrgarten sein. Wir wollen uns doch nicht verlaufen. Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Rei Hino. Oh, ich bin Makoto Kino. Mein Name ist Amy Mizuno. Und ich bin Minako Aino. Hallo. Merkwürdig. Ich habe das Gefühl, als würden wir uns schon länger kennen. Nein, das ist das erste Mal, denke ich. Komisch. Rei hat recht. Mir kommt es auch so vor, als würden wir uns kennen. Ja, seltsam. Ich würde wetten, dass ich euch schon gesehen habe. Bunny versucht, in das Filmstudio zu kommen. Was? Warum wollen Sie mich nicht reinlassen? Das geht auf gar keinen Fall. Nur die Kandidatinnen für das Vorsprechen dürfen da rein. Oh nein! Können Sie nicht ausnahmsweise mal ein Auge für mich zudrücken? Da hast du bei mir keine Chance. Also, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Tut mir leid, Bunny. Bunny will gerade gehen. Da sieht sie die anderen. Hallo, meine Damen. Jede, die am Vorsprechen teilnehmen will, bitte in diesen Raum hier gehen. Mit großen Augen schaut sich Bunny ihre Schulkolleginnen an. Luna, die sehen toll aus. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Aber wir werden jetzt sofort mit dem Vorsprechen beginnen. Seid ihr bereit? Verzeihung, aber ich habe mich anders entschieden. Ich will lieber doch nicht am Vorsprechen teilnehmen. Ein Vorhang wird zur Seite geschoben, hinter dem eine prächtige Kulisse zum Vorschein kommt. Das ist ja irre! Doch mitten in der Kulisse stehen Ale und Anne. Na Mädchen, wie gefällt euch diese Kulisse? Was ihr hier seht, ist meine Welt. Überall stehen große alte Säulen herum. Im Studio sieht es aus wie im antiken Griechenland. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube nicht, dass ich mich besonders gut für eine Filmrolle eigne. Ich kann das nicht. Deswegen wird es wohl besser sein, wenn ich jetzt wieder gehe. Auf Wiedersehen. Hier geblieben. Ale spielt wieder auf seiner Flöte. Oh? Minon, erscheine! Kaum hat Anne diese Worte ausgesprochen, erscheint eine furchterregende Kreatur, die halb Mensch und halb Stier ist. Oh, was ist das für eine Kreatur? Vielleicht sollen wir in einem Gruselfilm mitspielen oder sowas ähnliches. Oh, dieses Monster ist echt! Los, Minon, jag sie und dann saug ihnen ihre ganze Lebensenergie aus. Die Mädchen versuchen zu fliehen. Das Schreien von Mädchen klingt bezaubernder als die schönste Melodie, die man jemals auf einem Instrument spielen könnte. Ale?
Ich habe jetzt genug von diesem Spiel. Wir sollten uns endlich ihre Energie holen. Ist das dein Ernst, Anne? Wir sollten uns die Zeit nehmen und diese wunderschöne Musik noch etwas genießen. Oh, Männer sind manchmal schwer zu verstehen. Aber gut, meinetwegen. Dann hole ich mir meine Energie eben selbst. Im Treppenhaus des Studios haben sich Bunny und Luna verlaufen. Wo sind wir? Wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Nörgel gefälligst nicht dauernd rum. Schließlich ist das hier schlimmer als ein Irrgarten. Wir werden den richtigen Weg schon noch finden. Fragt sich nur wann. Usagi, so eine Überraschung. Kannst du mir sagen, was du hier machst? Genau das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Was ich hier mache, geht dich einen feuchten Dreck an. Da läuft Mamoru an ihnen vorbei. Vorsicht! Ich hab's eilig. Das war doch... Mamoru! Sowas, jetzt weiß ich auch, wo er arbeitet. Ich habe meinen Traummann endlich wiedergefunden. Mamoru gehört mir! Tja, Mamoru steht auf mich. Mamoru, warte! Was ist das für eine unheimliche Kraft, die ich da spüre? Immer noch ist dieses Stierwesen hinter den Mädchen her. Wir müssen hier raus, sonst erwischt uns das Monster noch! Aber wie sollen wir hier den Ausgang finden? Ich kann nicht mehr! Ich weiß nicht, ob wir es schaffen oder nicht, aber es ist besser, als immer nur wegzulaufen. Ja, unsere einzige Chance ist kämpfen. Ray spricht ein paar magische Worte. I-ni-sa-ji-go-ro-hi-ha-ku-chu. Im Namen des mächtigen Gottes, weiche, böser Geist! Und tatsächlich, das Monster weicht zurück und stürzt in die Filmkulisse. Das ist ja unglaublich! Sie kämpfen gegen das Böse, obwohl sie keine Krieger mehr sind. So ein Mist. Ich habe Mamoru verloren. Und das bloß, weil mir die Energie ausgeht. Ich habe keine Wahl. Ich muss den ersten nehmen, den ich kriege. Anne trifft ihr nächstes Opfer im Waschraum. Keine Angst, du wirst nicht sterben. Dir geht's bald wieder besser, du musst nur ein wenig schlafen. Das war nicht bloß ein einfacher Geist. Vorsicht, Naru! Es hat Naru erwischt und saugt ihr Energie ab. Luna springt das Monster an und zerkratzt ihm das Gesicht. Was ist das? Nicht schon wieder. Mal nachschauen, vielleicht ist das Vorsprechen ja schon vorbei. Worauf warten wir noch? Wir müssen schnell weglaufen, solange dieses Monster außer Gefecht ist. Du hast recht. Verdammt, ich möchte bloß wissen, wo Anne sich so lange rumtreibt. Minon, es liegt jetzt alles ganz alleine an dir. Was mache ich bloß? Ich muss was unternehmen, sonst sind sie verloren. Ich fürchte, mir wird nichts anderes übrig bleiben, als sie wieder zu erwecken. Oh, was ist denn hier los? Bunny! Luna! Gott sei Dank, du musst dich sofort in Sailor-Moon verwandeln. Was? Kannst du mir auch sagen, warum ich das machen soll? Frag nicht, beeil dich! Gut. Mach des Mondnebels! Mach auf! Und Bunny verwandelt sich in Sailor Moon. Das Monster hat die Mädchen in die Enge getrieben. Aufhören! Leider habe ich noch keine Ahnung, was hier los ist. Das ist doch jetzt vollkommen egal. Aber ich werde niemals zulassen, dass du Mädchen schikanierst. Ich bin Sailor Moon! Und im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen! Die Arme. Das kommt mir irgendwie vertraut vor. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich werde dir beibringen, wie man Mädchen behandelt. Oh, wo
Denn ohne ihren Mondstab ist Sailor Moon fast machtlos. Wie kommt Sailor Moon eigentlich hierher? Wir können sie nicht im Stich lassen. Wir müssen ihr helfen. Wovon rede ich denn hier eigentlich? Hey! Ihre Erinnerung scheint etwas zurückzukommen, nachdem sie Sailor Moon gesehen hat. Nein! Aha! Ich verliere meine Kraft! No! Von wegen schaffe ich spielend mit der linken Hand! Die Katze kann ja sprechen! Was ist hier eigentlich los? Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Ihr müsst Sailor Moon helfen. Ja, aber wie? Luna bestrahlt die Mädchen mit ihrem Halbmond. Gleich werden auch sie wieder Sailor-Kriegerinnen sein. Bunny! Nein, Sailor Moon! Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Wir sind Krieger, viel zum Schutz der Prinzessin. Genau, warum haben wir uns nicht gleich daran erinnert? Macht der Merkurnebel! Macht der Marsnebel! Macht der Jupiternebel! Macht der Venusnebel! Machet auf! Nachdem die Erinnerungen zurückgekommen sind, verwandeln sich die Mädchen. Monster kann diesen Kräften nicht standhalten und wird in die Karte zurückgedrückt. Geschafft! Verdammt, wir haben 5 Sailor-Krieger gegen uns. Ihr werdet schon noch sehen. Ail und Anne verschwinden. Vielen Dank. Sailor Moon, das war ganz schön knapp, was? Was würdest du bloß ohne uns machen? Man kann dich nicht allein lassen. Am anderen Tag. Ich habe gehört, der Film wird jetzt doch nicht gedreht, weil Mikan Shiratori vor Erschöpfung zusammengebrochen ist. Ach ja? Das ist aber schade. Aber jetzt kann ich mich wenigstens wieder auf die Schule konzentrieren. Wir sind wirklich Pechvögel, dass wir wieder mit Bunny kämpfen müssen. Dabei hätten wir so ein schönes Leben gehabt. Tut mir leid. Wenn Bunny zuverlässiger wäre, könntet ihr in Frieden weiterleben. Was soll's? Es geht nun mal nicht anders. Jetzt, wo diese Welt von neuen Feinden bedroht wird, müssen wir sie doch schließlich auch wieder schützen. Hab ich nicht recht? Mhm. Ist das schön, dass ihr euch alle erinnern könnt? Die kapiert natürlich wieder gar nichts. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass sich auch Mamoru wieder erinnert.